Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich mache mich auf den Weg zu der Free Walking Tour. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Und vielleicht noch etwas anderes. Medellin wird auch genannt als die Stadt des ewigen Frühlings, sozusagen. Und das ist, weil die Temperaturen hier eigentlich fast nie über 30 Grad gehen. Das ist immer so zwischen so 20 und 27 Grad. Das ist richtig angenehm, das ganze Jahr durch. Jetzt ist natürlich Regenzeit, es regnet etwas mehr als sonst. Aber darum, das ist auch ein Grund, warum das Medellin so beliebt ist für Leute, um hier hinzukommen, zu arbeiten oder zu leben. Weil es halt einfach immer super Wetter ist. Wie jetzt! Ja, Medellin ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Es sieht irgendwie nicht so richtig kolumbianisch aus. Es sind ja ganz so viele Backsteinhäuser, wie ihr jetzt vielleicht hier gesehen habt. Und ganz viele Hochhäuser hier im Hintergrund, dort hinten. Das sieht überall ein bisschen gleich aus hier in Medellin. Darum, es ist anders. Also gut, ich weiss nicht wirklich, wie es andere Kolumbien ist, aber ich glaube, es wird ein bisschen anders sein in anderen Orten. Aber es ist eigentlich noch ganz cool da, also mir gefällt es eigentlich hier in Medellin, von dem her, ja. Aber es ist einfach anders, als ich mir vorgestellt habe. Downtown, to the center of Medellin. Okay, brave few of you. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Hier im Hintergrund sehen wir einen Kaffeeladen und da steht jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ein Kaffee, also un tinto, kostet 2'000. Wenn man sagt, un tinto por favor, also bitte, kostet 1'500. Und wenn man sagt, buenos dias, un tinto por favor, kostet 1'200. Genau, und das ist weil die Leute wenden ein bisschen an, dass man ein bisschen mit ihnen interagiert, dass man ein bisschen mit den Leuten redet und dass man nicht einfach so ein bisschen abwertend einfach so ein bisschen, ja, ein Kaffee und sagt, einfach, dass man ein bisschen offen ist und wenn die Leute einem da die Einheimischen ein bisschen grüssen, dass man auch zurückgrüsst und so, dass halt einfach so ein bisschen
ja, dass man Touristen ein bisschen näher bringt an die Einheimischen und umgekehrt. Und darum machen sie das, was ich eine sehr, sehr coole Idee finde. Das heisst für euch, wenn ihr da seid, immer noch ein bisschen pläudern zuerst, bevor ihr nach dem Preis fragt. So, die Tour ist jetzt zu Ende. Das, ich muss sagen, ist eine der allerbesten Touren, also Freewalking-Touren, die ich je gemacht habe. Gut, so viel habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht, aber es war wirklich sehr, sehr interessant. Die Zeit ist sehr schnell umgegangen, obwohl es etwa 4 Stunden gegangen ist. Aber er hat sehr, sehr viel über Geschichte erzählt von Kolumbien, von Medellin, wie das Ganze abgelaufen ist da mit dem Pablo Escobar und alles. Und auch ein bisschen Sehenswürdigkeiten natürlich auch gezeigt von Medellin. Also wirklich ein guter Mix gewesen. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir noch vielleicht irgendwo eins gehen trinken. Also vielleicht finden wir ein paar Leute, die mitkommen. Das hat geklappt, wir sind noch das Bierchen genommen, sogar mit dem Meer an unserem Guide. Nice to meet you too. Und jetzt gehen wir vermutlich noch etwas zusammen essen. Ja, das ist jetzt der nächste Plan. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin gestern noch etwas gegessen mit diesen zwei Ladies. Nein, es geht trinken, aber ja, ist nicht spektakulär gewesen. Und jetzt bin ich hier am Auschecken. Also ich habe ausgecheckt jetzt beim Oscar, bei meinem Couchsurfing-Host. Das ist jetzt, ja, was soll ich sagen? Es war okay. Ich hatte ein Privatzimmer und alles. Aber ich kann mich jetzt nicht mega viel mit ihm unterhalten. Ich war auch, glaube ich, gar nicht so mega interessiert gewesen. Also hat es auch mal den Eindruck gemacht. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt in ein anderes Stadtviertel von Medellin. Und zwar auf Laureles. Laureles, glaube ich. Genau, so heisst es. Und dort habe ich ein Hostel gebucht. Und dann schaue ich mal weiter, wie es dann so mit mir weitergeht. Ich habe noch keinen Plan, von dem her gehen wir mal das abchecken. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt hier in einem schönen Restaurant, Kaffee. Und wir gehen jetzt hier brunchen. Und zwar mit der Isabel und mit der Leni. Und zwar ist das noch lustig, ich habe sie jetzt zum dritten Mal jetzt kennengelernt. Sie sind auch im gleichen Hostel. Ich habe sie aber schon bei der Busreise gesehen. Und bei der Graffiti-Tour habe ich sie auch schon gesehen, per Zufall. Das ist jetzt zum dritten Mal. Und ja, jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir zusammen zum Mörgeln. Nachher gehe ich noch auf den Parque Arvi. Das ist ein Park hier in der Stadt drin, wo man eine super Aussicht hat über die ganze Stadt. Und und das steht nachher auf dem Programm. Ich bin jetzt hier mit einer alten Bekannten, der Sabina. Und wir gehen jetzt hier mit der Seilbahn gehen wir da auf zu dem Parque Arvi rauf. Was uns hier genau erwarten wird, wissen wir beide noch nicht, aber das werden wir jetzt gerade sehen. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Da hinten ist da die Seilbahnstation. Und wir haben jetzt so einen Weg ausgesucht, wo wir zum Fluss laufen. Das Ganze können wir ohne Guide machen. Es gibt aber auch Guide-Touren und dazu weiss ich schon nicht, wo durch. Ja, Sabina, willst du was sagen? Hier geht's nicht weiter, wir müssen umdrehen. Hm. Okay, dann sehen wir vor. Kannst du mal erklären, was du hier isst? Ja, ich esse hier ein frittiertes Teilchen, was aus Kartoffeln und Gemüse besteht. Es schmeckt sehr lecker, sehr saftig. Ein Traum. Stärkt mich für die Wanderung. Ist träumlich. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Weg finden und dann kann es schon losgehen. So, wir sind jetzt wieder zurück, fertig gewandert. Wie war's? Es war richtig super. Bisschen enttäuschend der Fluss, der reißende Fluss, aber ansonsten würde ich sagen, das leckere Kaffeegetränk hat es sehr aufgewertet. Genau, finde ich auch. Also wir haben eigentlich einen Tour geplant zum Fluss und der hat auch gesagt zum Fluss, aber es ist, Bächli ist fast schon zu viel. Das ist fast schon zu viel für das. Das ist wirklich. Ja, man kann es. Ja. Bach ist wirklich fast ein bisschen übertrieben zu sagen. Hello. Wir haben uns das beides ein bisschen. Hola! Colombia! Vicenio City! Wir haben uns das beides ein bisschen anders vorgestellt. Aber es hat Spass gemacht, ein bisschen Beine zu vertreten und ein bisschen im Wald zu spazieren. Von dem her ist das alles gut so. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Stadt. Zuerst ist mir, glaube ich, noch Empanada. So, wir sind jetzt hier noch am Shoppen, so einem kleinen herzigen Lädchen. Zum Glück bieten die hier noch Bier an, darum ist das eigentlich ganz einfach zum Aushalten. Und Sabina, zeig dich mal. Ja. Was findet ihr? Schön, oder? Wow! Also, mir gefällt es richtig gut und ich glaube, sie lässt auf mich und sie kauft das. Ja. Genau.
So Leute, das war's gewesen. Wir sind wieder... Was haben wir noch gemacht? So Leute, das wär's gewesen von dem Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren und nicht vergessen zu liken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh.